Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dreamfall The Longest Journey mit mir, Alawach 1992 und mit mir, Love Runs Out Fire. Hallöchen. Eigentlich müsste ich sie andersrum sagen. Sie zockt ja und eigentlich Hauptkommentator hier. Bin ja nur nebenbei und für dumme Sprüche zuständig, um vielleicht mal ein bisschen zuzuschauen. Letztes Mal waren wir stehen geblieben in Kapitel 4. Das wird Winter genannt oder keine Ahnung, wie es hier jetzt direkt genannt wird. Steht zumindest in der Komplettlösung. Die habe ich kurz nochmal aufgemacht, um kurz mal ein bisschen nachzulesen. Ist ja doch ein bisschen länger her, wo wir das letzte Mal heraufgenommen haben, dass wir überhaupt irgendwie wissen, was man überhaupt noch machen muss. Weil das Spiel gibt uns leider keine Hinweise. Man hat keinen Questlog, wo gesagt wird, hey, pass auf, das musst du jetzt machen. Deswegen haben wir da ganz kurz mal reingeschaut. Und jetzt wissen wir auch, was wir wieder mit machen, zu tun haben und so. Und ich würde sagen, auf geht's hier mit der nächsten Aufnahme und Dreamfall. Genau, so als nächstes werde ich mich hier auf jeden Fall aus der Tür rausbegeben. Mal gucken. Ah, Ladescreen, Mensch, ein Träumchen. Da gibt's noch keinen Sound. Doch, da gibt's tatsächlich Sound. Rein theoretisch würde da Musik laufen. Nee, da ist Sound. Da bellt ein Hund und überhaupt, du hörst Vögel zwitschern. Ja, und genau das hat uns das letzte Mal schon was kaputt gemacht. Weil das hier so leise war, konnten wir nämlich den Sound nicht hören, der bei einem Rätsel dazu gehört. Och, Schnauze jetzt, ich bin hier was am Erklären, hör auf mit deinen Almosen, ey. Schlimm. Ja, und genau weil es so leise war, hatten wir den Sound nicht gehört und deswegen mussten wir ein Rätsel im, einer Komplettlösung nachgucken. Das führt nirgendwo hin. Haben Sie nicht so etwas wie mechanische Wagen in dieser Stadt? Verwöhnt. Sie müssen diese Dampfmaschinen gerade erst installiert haben. Sie sehen nagelneu aus, aber sie passen einfach nicht in das mittelalterliche Aussehen dieses Ortes. Tja. Oh. Keine Ahnung. Naja, gut. Der Wagen. Kann ich bitte quatschen? Entschuldigung, was ist mit diesem Tor? Es ist geschlossen. Tritt zurück. Ich habe keinen Schritt gemacht. Du bist gerade dabei, das Asadi-Kriegsrecht zu übertreten. Geh weiter. Okay, na schön, ich gehe schon. Okay. Gut gelaunt, dieser Typ. Hier kann ich nicht runter. Bestimmt eine Belohnung ihrer Wahl erhalten. Ich muss dieses Buch zurück in die Bibliothek bringen. Aber Sie haben das Tor von Cold Stone aus Sicherheitsgründen geschlossen. Oh weh. Oh weh. Er scheint in Eile zu sein, irgendwo hinzukommen. Er scheint in Eile zu sein. Na Mensch, ja, so sehe ich auch aus, wenn ich gestresst bin, du. Das nenne ich meine Eile. So, und du wolltest Almosen. Ein Almosen für einen alten, blinden Bastard ohne Heim und Herd? Es tut mir leid, ich habe kein Geld. Ah, gut. Ich werde dir ein Geheimnis verraten, Süße. Blinder Bob ist glücklich, dass er weder Heim noch Herd hat. Hat die, die ihn hassten, verlassen, um eine Bettlerkarriere zu beginnen. Eigentlich ist es das Leben eines Königs. Freiheit, frische Luft, keine Fesseln, kein Stress, keine verdammten Steuern. Ist dir nicht kalt? Glaubst du? Doch nein. Hatte so etwas Ähnliches wie einen Unfall mit einem Feuertalisman, als ich ein kleiner Junge war. Das hat mich dauerhaft erwärmt. Ist übrigens wirklich angenehm. Aber wie sieht es mit deiner Blindheit aus? Das kann doch nicht gut sein. Oh, das ist nur theoretisch. Theoretisch? Ich hätte blind sein können. Hatte einen Unfall mit einem Zauberspruch, als ich ein kleiner Junge war. Meine Augen verbrannten fast. Aber es ist nicht so. Nein, nein. Hat mein Gesicht um eine Meile verfehlt. Hätte meine Augen ausbrennen können. Das hätte wirklich sein können. Somit bin ich theoretisch blind. Natürlich. Theoretisch blinder Bob ist kein anständiger Name für einen Bettler. Ich verwende heutzutage nur blinder Bob. Das bin ich. Oh, okay. Hallo. Boah, das ist meine Begründung, ne? Also wenn theoretisch die Leute kein Mitleid mit mir haben, dann bin ich halt
zu bemitleiden. Nicht nur theoretisch zu bemitleiden. Naja, ja, ich brauche ja die Hilfe. Ich muss ja mit ihm quatschen. Kann ich dir eine Frage stellen? Ja klar, kannst du mich etwas fragen. Entweder antworte ich oder nicht. Grund genug. Ich suche nach jemanden. Der Gastwirt sagte, du könntest sie kennen. Ihr Name ist... Halten wir's so, Süße. Wie du mir, so ich dir. Das sind die Regeln. Was meinst du damit? Wenn du willst, dass Blinder Bob dir einen Gefallen tut, tust du zuerst ihm einen. Na gut, kommst du wohl nicht so. Einverstanden. Was willst du? Du weißt doch, dass ich kein Geld habe. Nun, Süße, du scheinst mit der alten Ben Reem gut auszukommen. Sie macht einen starken Würzwein. Gerade das Richtige für einen kalten Wintermorgen. Aber Ben Reem ist nicht gut, auf dem blinden Bob zu sprechen, weil er auf ihrer Eingangsstufe sitzt. Sie gibt ihre Waren nicht gerne her, wenn sie nicht die entsprechende Bezahlung erhält. Du willst Würzwein? Eine Flasche wäre schön, Süße. Das ist ein guter Stoff, gemacht mit Mrs. Mullins Spezialgewürzen. Würzwein gemacht mit Mrs. Mullins Spezialgewürzen? Fein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, danke, Süße. Du hast einen theoretisch blinden Mann glücklich gemacht. Almosen, Mensch. Almosen. Naja gut, ich müsste jetzt zu ihr zurück rein, aber ich vermute sehr stark, dass die mir nicht direkt helfen wird. Ich will mal kurz noch gucken, was hier noch alles ist. Gut, wenn es zu weit wird. Oh. Ups. In die Cutscene rein. Man kennt's. Ich wollte nur kurz gucken. Wer bist du? Ich komme morgens gerne hierher, um den Turm zu bewundern. Ist er nicht umwerfend? Und noch vor einer Dekade stand hier nur ein alter, schwacher Tempel. Mhm. Naja, komm, wir gehen zurück, quatschen mit der, bevor hier noch irgendwas getriggert wird. Das ist so korrekt. Mal gucken, was die für Forderungen stellt, dass man ihr den... Was war das jetzt? Gewürzwein? Würzwein? Ja, Würzwein. Dass man den da bekommt. Ich bin gespannt, was die von mir will. Tante, wo bist du? Da. Hallo? Ja? Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun, mein Kind? Ich sprach mit dem blinden Bob, aber er wollte mir nichts erzählen. Ah ja, wie du mir, so ich dir. Wenn du dem blinden Bob eine Chance zum Handeln gibst, nimmt er sie wahr. Würzwein. Er will Würzwein. Gemacht mit, Mrs. Irgendwie oder so. Gewürzmischung. Frau Mullins Spezialgewürze. Für einen Bettler ist der blinde Bob sehr wählerisch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich Minstrel Magda nicht finde, kann ich nicht nach Hause. Und wenn ich nicht nach Hause kann... Beruhige dich, mein Kind. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Ich habe Rotwein und ich kann ihn heiß machen. Es fehlen mir nur noch diese Gewürze. Ich sollte heute Morgen eine Lieferung erhalten. Aber es ist noch niemand da gewesen. Und ich kann den Gasthof nicht verlassen, um sie zu kaufen. Vielleicht soll ich die Gewürze für dich besorgen. Wenn du willst. Ich kaufe meine Gewürze bei einem Händler am Südtor. Sein Stand ist die erste Marktbude links, wenn du die A-Reed-Allee runtergehst. Sag ihm nur, dass Ben Reem dich schickt und du die Bestellung von Frau Mullins Spezialgewürzen abholen willst. Und erwähne, dass ich enttäuscht bin, dass er seine Lieferung nicht wie vorgesehen erledigt hat. Ich werde in der Zeit, während du weg bist, schon etwas Wein erhitzen. Vielen Dank. Ist schon gut, mein Kind. Jetzt geh schnell. Warte, wie komme ich zum Markt? Der schnellste Weg würde durch Old Town führen, aber sie haben ihn heute Morgen geschlossen. Du wirst den langen Weg außen herum gehen müssen. Geh Richtung Osten zum Turm. Wenn du den Turmplatz erreichst, geh Richtung Süden. Das wird dich auf die A-Reed-Allee bringen. Geh den Weg entlang, er wird dich zum Südtor führen. Osten, dann Süden. Okay, danke. Naja gut, war schon mal die richtige Richtung, aber es ist schon gut, dass ich mit ihr erst gequatscht hatte, sonst wäre ich da vor dem Typen gestanden und hätte nichts gekriegt wahrscheinlich. Dumm, dumm. So, du für deinen doofen Wein. Hätte passieren können, ja, dass man da nichts mehr kriegt.
Je nachdem, ob man halt wirklich die Auswahl dann halt hätte, hier pass auf, das und das musst du halt sagen. Oder ob er halt automatisch getriggert hat oder nicht. Mhm. Weil rein theoretisch müssen ja auch irgendwie, wenn danach geht es davon auch Speedruns oder sowas möglich sein. Ja. Dass man da nicht alles durchklickern muss oder wie auch immer. Hm. Dass man da so das ja dann vielleicht triggern kann. Tja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und da haben wir wieder einen ganz, ganz tollen Ladescreen gehabt. Ja gut, ja, aber die sind wirklich schnell. Ja, zum Glück. Noch immer sehe ich überall diese Maschinen, aber ich weiß immer noch nicht, wofür sie verwendet werden. Das ist schlecht. So, hier sind Stände. Nee. Wir verkaufen Mrs. Mullins Guten Morgen, Gewürze. Liebes. Nicht jetzt, du aber siehst hungrig aus. Immer. Möchtest du etwas Suppe? Alle Gewinne stecken wir in unseren Zufluchtsort. Wir schützen und versorgen die Heimatlosen und die Mittellosen. Nein, danke. Ich bin nicht hungrig. Na gut, Liebes. Komm zurück, falls du deine Meinung änderst. Der beste Alles Fisch klar. in der Stadt. Frisch aus dem Wasser. Das ist Fisch. Fisch. Fleisch. Ich suche Gewürze. Hü, was bist Alter, du? Was ist denn das? What the hell? Okay. Okay. Sehen so ein bisschen aus wie die Oni-Elefanten von Herr der Ringe. Das Ghetto ist auf Befehl der Amtsstube der Abgesandten geschlossen. All die Händler und Waren vom Hafen kamen früher durch das Südtor herein. Heutzutage hat sich das zum neuen Hafen und zum Westtor verlagert. Hier gibt's nichts zu sehen, Bürgerin. Vorwärts, beweg dich. Ist ja gut, sorry. Ich suche nach Gewürzen. Gewürze, Gewürze. Dieser Markt war gut besucht, bevor die Asadi die Tore geschlossen haben. Ja, dieses ganze Hin- und Herlaufen. Das war bei Gothic auch immer so. Nee, hier ist es nicht. Hä, wo ist der Gewürzheini? Hm. Weil hier schreit er ja irgendwo auch. Gewürze, Gewürze. Kommen Sie ran, hallo, Sie können ruhig Gewürze kommen. Ja, ja, ich habe ein herrlicher Morgen. Was kann ich heute für dich tun, junge Lady?